Guten Tag mal wieder vom Holzheimwerker. Ich habe mal wieder was, was ich euch mitteilen möchte. Und zwar habe ich euch im letzten Video ja meine Holzmann TK255 vorgestellt und euch ein bisschen gezeigt, was ich daran gut finde, was ich daran nicht so gut finde. Aktuelles Problem, die Höhenverstellung ist sehr, sehr schwergängig. Ich habe das in Weilchen nicht beachtet und weitergearbeitet und darum habe ich mir dieses Handrad hier unten. Wartet mal, da hole ich euch doch mal irgendwie ran. Und zwar habe ich mir das Handrad hier unten kaputt gemacht. Hier, das hat durchgedreht, da ging gar nichts mehr. Man sieht es zwar immer noch nicht so ganz richtig, aber gut. Das ist das defekte Teil. Und zwar ist hier drin eine Zahnung. Man kann ja das Rad eindrücken und dann den Winkel verstellen, beziehungsweise wenn man es draußen hat, ist es die Höhenverstellung. Und damit das funktioniert, ist hier so eine Zahnung drin. Das kannst du vergessen, das sieht man nicht. Jedenfalls ist die kaputt gegangen dadurch, das ist rübergerutscht und mit der Zeit rund geworden. Ich musste mir also ein neues Ersatzteil bestellen. Übrigens habe ich das über die Shepard-Seite gemacht, da war das sehr einfach, kam auf Rechnung. Innerhalb von 3 Tagen hatte ich das Ersatzteil da. Die sind ja baugleich mit der HS105, glaube ich, heißt die bei Shepard. Und da habe ich die Shepard-Ersatzteilseite genutzt, passt wunderbar. Ging schnell. So, jetzt habe ich das Ganze natürlich gleich noch ein bisschen verändert. Und zwar war hier ursprünglich nur ein kurzer Stift drin. Der war so lang, dass er halt von hier nach hier gereicht hat. Und der hat in dieser Rasterung gehalten. Ich habe jetzt das Ganze durchgebohrt. Von hier bis hier durchgebohrt. Den Stift, einen ganz langen Stift genommen. Und das Ganze fest arretiert. Damit ist die Winkelverstellung natürlich blockiert. Aber die Winkelverstellung kann man bei dieser Säge mit der Hand ganz wunderbar vornehmen, so dass ich eigentlich kein Handrad dafür brauche. Das kann man so einstellen. Ich habe da also bewusst darauf verzichtet, damit ich eine stabile Höhenverstellung habe, weil die brauche ich wesentlich öfter und auf die lege ich mehr Wert. Woran liegt es nun, dass die Höhenverstellung so schwergängig geworden ist? So, ich habe inzwischen mal das Sägeblatt abgebaut und ihr seht jetzt den Ausschnitt von oben, so zur Übersicht. Das ist also der Schiebetisch bzw. der Arbeitstisch. Und hier, das gleitet hoch und runter. Das haben wir einmal hier und einmal hier. Und das lässt sich über die Imbusschrauben einstellen bzw. die Gleitflächen lassen sich schmieren. Und das werde ich jetzt mal tun. Ich vermute, dann ist die Ursache für die Schwergängigkeit beseitigt. So, nach einigen Versuchen habe ich es jetzt rausgefunden, und zwar 3 Ursachen. Die erste Ursache, hier drin sind 2 Gleitnuten mit Gleitstücken und die müssen geschmiert und gereinigt werden. Ich habe auch nichts eingestellt oder so, ich habe es wirklich nur sauber gemacht und dann mit Silbergleit eingerieben. Das zeige ich euch gleich mal. Und zwar hier drin. Ihr seht, das ist einmal die und einmal die. Und die habe ich von hier, Sägeblatt raus, die habe ich halt hier sauber gemacht und mit, in meinem Fall mit Silbergleit eingestrichen. An die Vorderseite von diesen Gleitdingern kommt er ganz gut von oben ran. An die Rückseite kommt er von unten ran. Und zwar sind sie hier. Hier ist 1. Sauber machen, einfetten. Also mit etwas, was natürlich den Schmutz nicht so anzieht. Und die andere ist einfach zu erreichen. Die ist da. Sauber machen, schmieren. Zweite Sache. Das ist das, was ich eingangs schon sagte. Hier. Da, was sich da bewegt, auch sauber machen, gangbar machen, einschmieren. Bei mir hat das Ganze dann ziemlich gequietscht beim Testen. Und zwar ist ja hier oben noch so eine Art, es ist keine Lagerung, das ist ja nur ein Loch, habe ich auch noch ein bisschen geschmiert und dann lief das Ganze auch ruhiger. Also hier die Gewindestange auch ein bisschen gepflegt und jetzt läuft es wieder einigermaßen. Es geht immer noch relativ schwer, wie ich finde, aber es funktioniert.
So, ich hoffe, ich konnte euch mit meiner kleinen Demonstration hier ein bisschen helfen. Es geht jetzt wieder ganz leicht mit der relativ leicht mit der Höhenverstellung. Also es ist natürlich immer noch kein Vergleich mit einer richtigen guten Maschine, aber man kriegt das Sägeblatt hoch und runter. Also die Gleitschienen schmieren, die Welle schmieren und vielleicht denkt ihr an meinen Trick mit dem Rad. Ich habe halt die Winkelfunktion blockiert mit dem Zahnrad einzustellen. Das mache ich mit der Hand. Das geht dann also nicht mehr mit Drehen, sondern man fasst halt an und verschiebt das Ganze. Ja, komme ich klar mit. Ist mir wichtiger, dass die Höhenverstellung nicht wieder kaputt geht. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, Däumchen wäre ein Träumchen. Der ist nicht von mir. Wenn es euch nicht gefallen hat, schreibt es mir auch in die Kommentare. Ich versuche mich zu verbessern. Digi, vielen Dank für den Hinweis mit dem Ton, dass der immer unterschiedlich ist. Ich versuche das in den Griff zu kriegen. Ein Abo wäre natürlich auch ganz toll. Ansonsten gehabt euch wohl bis dahin. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Demnächst wieder hier.